Einsamkeit ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft und auch in unserer Kirche, auch in den Gemeinden, selbst bei Leuten, die den Glauben praktizieren und sogar in die Gemeinden gehen. Sie fühlen sich da fremd. Sie können die ganzen Entwicklungen jetzt gerade hinsichtlich des synodalen Weges nicht mehr begreifen. Sie sagen, das ist nicht mehr katholisch. Und sie fühlen sich dann einsam. Ich habe zum Beispiel hier einen Kommentar gelesen, aber es gibt mehrere Kommentare auf diesem Kanal, die ungefähr so klingen. Leider fühle ich mich seit einigen Monaten in der katholischen Kirche meines Ortes in Deutschland weitgehend obdachlos. Einfach nicht mehr zu Hause. Ich muss dann spontan denken an das Fest Herz Mariens, den wir ja am Samstag feiern. Und zwar, weil die Mutter Gottes tatsächlich auf die Einsamkeit eingegangen ist in der Botschaft von Fatima, in der Juni-Botschaft sozusagen. Denn dort erklärt sie eigentlich, was die Mission der drei Hirtenkinder sind. Ja, und sie sagt, dass bald Jacinta und Francisco sterben würden. Aber die Schwester, also die spätere Schwester Lucia, würde dann länger auf der Welt bleiben, denn sie war eine Schlüsselfigur in der Verbreitung des der Andacht zum Herzen, des unbefleckten Herzens Mariens. Und dann ist Lucia, die natürlich sagte, ja, sie war ja sehr klein damals, ja, ich werde meine beiden Freunde verlieren, Francisco und Jacinta, und sagt, ja, aber bleibe ich allein zurück? Und dann antwortet die Mutter Gottes in der Junierscheinung, nein, Tochter, leidest du viel? Sie spürte, dass sie natürlich Angst hatte, also dass Lucia Angst hatte, dass sie allein bleiben würde, dass sie einsam bleiben würde. Ja, verliere nicht den Mut. Ich werde dich nie verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird immer eine Zuflucht für dich sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Ja, und das ist an sich eine Einladung an alle Menschen, die sich irgendwie einsam fühlen, weil sie sehen, okay, die Menschen nehmen den Glauben nicht mehr ernst oder die gehen andere Wege, die sogar gegen den Glauben sind oder gegen das Lehramt der katholischen Kirche. Diese ganzen Menschen bekommen so quasi dieselbe Einladung von der Gottes an die Schwester Lucia. Ja, und daran sollten wir gerade an diesem Samstag, an dem Herz Maria Fest, denken. Ja, denn sie sagt, die Mutter Gottes in Fatima, er, also Gott, will die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen auf der Welt begründen. Dem, der sie übt, verspreche ich die Erlösung. Und diese Seelen werden von Gott wie Blumen geliebt sein, die ich zum Schmuck seines Thrones aufgestellt habe. Das heißt, die Menschen, die Gläubigen, die die Andacht zum unbefleckten Mariens im unbefleckten Herzen Mariens üben. Sie werden sozusagen ganz nah am Herz Mariens sein und, wie gesagt, diese Seelen werden von Gott wie Blumen geliebt sein, die ich zum Schmuck seines Thrones aufgestellt habe. Ich wollte das an diesem, als Gedanke zu diesem Herz Maria-Fest geben, allen Leuten, die sich möglicherweise in unserer Kirche heutzutage einsam fühlen. Wenden sie sich zum unbefleckten Herzen Maria, werden sie mit dem Herzen Mariens vertraut und sie werden von Gott wie Blumen geliebt sein, die ich zum Schmuck seines Thrones aufgestellt habe. Also das ist nicht nur ein Trost, das ist ja wirklich ein unglaublicher Preis dafür, dass man sich möglicherweise einsam fühlt aufgrund dieser Schlimmkrise des Glaubens in unserer Kirche, insbesondere in Deutschland. Vielen Dank.